Guten Tag, mein Name ist Dr. Zanner. Ich bin Chirurg und befasse mich seit über 30 Jahren sowohl mit Oral- als auch mit Kiefer- und Gesichtschirurgie. Meine berufliche Tätigkeit umfasst seit jeher sowohl die Krankenhauschirurgie, die in einer Abteilung für Kiefer- und Gesichtschirurgie stattfindet, als auch die ambulante Chirurgie, die in privaten Zahnarztpraxen durchgeführt wird. Diese Situation hat mit der Zeit dazu geführt, dass ich versucht habe, die Gegebenheiten der ambulanten Chirurgie an die eines Krankenhausoperationssaals anzugleichen, vor allem aus Gründen der Ergonomie. Die Zusammenarbeit mit Technomed hat die Realisierung dieses Projekts innerhalb kürzester Zeit dank der Dynamik dieses jungen italienischen Unternehmens ermöglicht. Auf internationaler Ebene hat Technomed als erstes Unternehmen die Notwendigkeit erkannt, eine für die Bedürfnisse der Oralchirurgie, die meist in Zahnarztpraxen durchgeführt wird, geeignete chirurgische Umgebung zu schaffen. Und dabei ist ja auch Handy Surgery entstanden. Eine komplette Einrichtungs- und Ausstattungslinie, die eigens für den zahnärztlichen OP-Raum entwickelt wurde. Die herausragende Merkmal dieser Linie ist, dass alle Teile aus Edelstahl hergestellt werden. Wie wir alle wissen, ist Edelstahl im Bereich von Medizin und Chirurgie die erste Wahl. Natürlich aufgrund seiner einfachen Desinfektion, eine Eigenschaft, die sich bei der Ausstattung und Instandhaltung eines Operationssaals als extrem nützlich erweist. Ein weiterer Aspekt, der zwar nicht grundlegend ist, aber dennoch sein Gewicht hat, besteht in der ästhetischen Wirkung. Denn es ist auch zu berücksichtigen, dass eine komplett in Edelstahl ausgeführte Einrichtung dem Raum einen Eindruck von Sauberkeit und Professionalität sowie eine Ästhetik verleiht, die mit Sicherheit derjenigen überlegen ist, die mit der normalerweise bei der Einrichtung von Zahnarztpraxen verwendeten Materialien erzielbar wäre. Nun zu den Details der unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen Ausstattungsteile, die zur Handy-Surgery-Einrichtung gehören, beginnend beim Hauptbestandteil, das heißt dem Zahnarztstuhl bzw. der OP-Liege, den bzw. die wir hier vom ästhetischen Gesichtspunkt aus betrachten wollen, der, wie bereits erwähnt, ebenfalls große Bedeutung besitzt. Dabei lässt sich erkennen, dass Edelstahl unter dem Gesichtspunkt der Ästhetik extrem wirkungsvoll ist. Die gesamte Struktur ist aus Edelstahl gefertigt, während für die Sitzfläche das ebenfalls hygienisch einwandfreie Material Sky gewählt wurde. Natürlich verfügt auch dieses Element über alle Eigenschaften bemerkenswert ausgesuchter Ästhetik. Der Stuhl ist mit 4 Antrieben versehen, die daher größte Beweglichkeit für die Positionierung des Patienten gewährleisten, wodurch dem Chirurgen eine enorme Hilfeleistung geleistet wird. Wir haben die Möglichkeit, den Stuhl vertikal hochzufahren und abzusenken, und zwar sowohl mit einem Joystick-Pedal als auch mittels Fernbedienung. Hier wollen wir sehen, welche Möglichkeiten zur Bewegung des Stuhls mit der Bedienung bestehen. Wir haben die Möglichkeit, den Stuhl ganz einfach und schnell komplett in eine OP-Liege umzuwandeln. Wobei ein weiterer wichtiger Aspekt darin besteht, dass die OP-Liege bzw. der Behandlungsstuhl bis auf einen Meter Höhe hochgefahren werden kann. Dies ist eine ausgesprochen wichtige Eigenschaft, die mit normalen Behandlungseinheiten für Zahnarztpraxen nicht erzielbar ist. Denn diese Stühle erreichen maximal 80 cm. Diese zusätzlichen 20, 25 oder gar 30 cm machen einen erheblichen Unterschied aus für die Bequemlichkeit und Ergonomie bei einem chirurgischen Eingriff. Insbesondere, wenn der Chirurg, wie in meinem Fall, gewohnt ist, im Stehen zu operieren oder, was bei mir nicht der Fall ist, besonders groß ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, dass die vertikale Bewegung im rechten Winkel zum Boden erfolgt, so dass es nicht erforderlich ist, jedes Mal, wenn die Höhe der Patientenposition ein wenig geändert wird, zugleich die OP-Leuchten oder die anderen verfügbaren Lampen neu auszurichten und gegebenenfalls die verwendeten
Beistellwagen zu verschieben. Große Bedeutung hat auch ein weiterer Aspekt, der vor allem die Sauberkeit und Hygiene betrifft. Und zwar die Tatsache, dass die OP-Liege vom Boden abgehoben ist, so dass die Möglichkeit besteht, auch darunter eine gründliche Reinigung und Desinfektion vorzunehmen. Ferner ist auch eine Ausführung mit Rädern verfügbar, so dass die OP-Liege je nach Bedarf des operierenden Chirurgen oder zur Anpassung an die Ergonomie des Verfahrens auch quer verschoben oder gedreht werden kann, so dass die Position an den jeweiligen Eingriff, die Häufigkeit und die Anwesenheit eines größeren oder kleineren OP-Teams angepasst werden kann. Ein weiteres grundlegendes Instrument, das besonders interessant ist und von Technomed hergestellt wird, auch dies ist mit Sicherheit eine große Innovation, denn ich kenne keine entsprechenden Geräte anderer Hersteller. Also das ist der MayCard. Im Prinzip ein Mayotisch, das heißt mit der Möglichkeit zur einfachen und schnellen Höhenverstellung, an den jedoch im Prinzip in einem Stück eine regelrechte Dentaleinheit angeschlossen ist, an der nach Wahl unterschiedliche Instrumente eingesetzt werden können. An diesem Exemplar zum Beispiel Zahnsteinentferner, Turbine, Mikromotor, Spritze, das heißt alle jene Instrumente, die man in einem normalen OP-Raum, der nicht ausdrücklich für die zahnärztliche oder Oralchirurgie ausgestattet ist, normalerweise nicht antrifft. Das heißt jedoch eine extrem nützliche Ausrüstung für alle ambulanten Verfahren der Oralchirurgie, die im OP-Raum einer Zahnarztpraxis durchgeführt werden können. Die Vielseitigkeit des Einsatzes dieses Geräts gestattet es auch, den Mayotisch und damit das Instrumententablett und einen Teil der Instrumente direkt über dem Patienten zu positionieren. Auch das ist eine weitere Eigenschaft, die dem Chirurgen seine Arbeit unter bestimmten Umständen deutlich erleichtert. Insbesondere dann, wenn zum Beispiel vier- oder gar sechshändig gearbeitet wird. Je nach Organisation des OP-Teams kann sich diese Bewegungsmöglichkeit in bestimmten Situationen als sehr, sehr vorteilhaft erweisen. Schauen wir diese Ausrüstungsmöglichkeit in der Praxis an. Dabei wird einfach der MayCard verschoben, mit dem pneumatisch betätigten Ölkolben bis zur gewünschten Höhe hochgefahren und über dem OP-Tisch positioniert. Es ist klar ersichtlich, dass für den Chirurgen auf diese Art und Weise die Dynamik des Eingriffs und seine Ergonomie mit Sicherheit extrem erleichtert werden. Eine weitere bedeutende Eigenschaft des MayCard besteht darin, dass das Tablett seitlich verschoben und genau über dem Patienten positioniert werden kann, wodurch die Instrumente noch optimaler in Griffnähe gerückt werden. Das ist noch nicht alles, denn MayCard bietet noch weitere nützliche Optionen, und zwar die Möglichkeit, alle Aufnahmen, an denen die Instrumente befestigt sind, schnell und einfach abzumontieren und im Autoklav zu sterilisieren. Dies ist eine Eigenschaft, die derzeit meines Wissens an keiner anderen Behandlungseinheit zur Verfügung steht. Eine weitere extrem interessante, von Technomed realisierte Ausrüstung ist das Easy Tray. Dieser Wagen hat folgende Grundeigenschaften. Zunächst sind sämtliche Kabel in der zentralen Säule verborgen, die ausgesprochen massiv ist, aber vom ästhetischen Gesichtspunkt aus sehr ansprechend wirkt. Weiter bietet es angesichts der Größe die Möglichkeit, auf dem OP-Wagen direkt alle weiteren Geräte zu positionieren, die normalerweise bei der Durchführung von oralchirurgischen Eingriffen nützlich sein können, wie zum Beispiel den klassischen Implantologiemotor oder piezochirurgische Instrumente, die in letzter Zeit starke Verbreitung finden, und der Elektrocauter.
Grundlegend also drei recht sperrige Geräte, die sich normalerweise schwerlich rationell auf den in Zahnpraxen üblicherweise verwendeten Instrumentenwagen anordnen lassen. Diese Struktur beinhaltet somit alle Merkmale, um den Arbeitsbereich linear, ergonomisch und komfortabel organisieren zu können. Eine weitere Eigenschaft besteht darin, dass beim Easy Tray, genau wie beim Maycard, alle Aufnahmen der Instrumente entfernt und sterilisiert werden können. Auch dies ist ein ausgesprochen wichtiges Merkmal. Abgesehen davon besteht die Möglichkeit, die Tabletts mit einem Handgriff abnehmen zu können. Diese können angesichts ihrer Abmessungen problemlos einer Heißdesinfektion in einem traditionellen Desinfektionsgerät oder, falls ein Autoklav in ausreichender Größe vorhanden ist, auch einer Sterilisation unterzogen werden. Eine weitere interessante und nützliche Komponente der Handy-Surgery-Ausrüstung ist die Spül- und Absauggruppe, die ebenfalls leicht bewegt und in die Nähe des Patienten gebracht werden kann. Dies ist extrem nützlich in Situationen, in denen der Chirurg möglicherweise in einem Notfall alleine operieren muss und so die Möglichkeit hat, die Absaugelemente bequem zu erreichen. Eine weitere Eigenschaft, die wir bereits sowohl beim Easy Tray als auch beim Maycard gesehen haben, besteht darin, dass die Ablagen, an denen die Saughandstücke angebracht sind, einfach entfernt und autoklaviert werden können. Daher haben wir in diesem Fall auch die Möglichkeit, in vollständig sterilen Bereichen zu arbeiten, sodass die Sterilität während aller Vorgänge im Laufe des Eingriffs aufrechterhalten werden kann. Ein weiteres Merkmal besteht darin, dass direkt an der Absauggruppe die normalen sterilisierten Silikonkanülen eingesetzt werden können, die im OP zum Einsatz kommen. Dies gestattet es uns, die Absaugung direkt anzuschließen, ohne die Absaugkanüle zur Aktivierung herausnehmen zu müssen. Denn wir haben eine Taste, mit der die Absaugfunktion aktiviert bzw. deaktiviert werden kann. Nun fahren wir mit der Beschreibung der grundlegenden Ausrüstung von Handy Surgery fort, indem wir uns mit der Beleuchtung befassen, die durch zwei extrem kompakte und leichte OP-Lampen erfolgt, die sich zudem sehr einfach ausrichten lassen. Das Merkmal dieser Beleuchtung besteht darin, über eine bemerkenswerte Leistung zu verfügen. Denn wir haben zwei OP-Lampen mit einer Leistung von je 50.000 Lux, so dass sich bei Überlagerung der Lichtstrahlen eine Leistung von ganzen 100.000 Lux ergibt. Das Beleuchtungsfeld verfügt über die Maße 20 x 30 cm. Das heißt, es ist ausgesprochen groß. Verglichen mit den Lichtverhältnissen, die eine herkömmliche Zahnarztlampe schaffen kann, bieten sie natürlich den Vorteil, dass keine Schattenzonen vorhanden sind, während ein viel größeres, sich ausgeleuchtetes Feld und eine unvergleichbar größere Leistung vorhanden sind. Ein weiterer bedeutender Aspekt besteht im Vergleich zum klassischen Operationssaal mit typischen OP-Leuchten darin, dass die Abmessungen dieser Lampen sehr kleiner sind und dass diese leichter zu bewegen sind. Ein zusätzlicher Pluspunkt, vor allem wenn es sich um Praxen allgemeiner Zahnärzte handelt, besteht in der Möglichkeit der extrem einfachen
Anbringung und Montage, ohne dass aufwendige Eingriffe zur Ausstellung des Tragwerks vorgenommen werden müssen, das möglicherweise nicht geeignet ist, um das große Gewicht normaler OP-Lampen zu tragen, die um ein Vielfaches größer, aber auch extrem schwer sind. Auf diese Weise ist es Technomed gelungen, ein Problem zu lösen, das in Zahnarztpraxen, auch chirurgischen, vorherrscht. Die Krönung der Handy-Surgery-Ausrüstung besteht schließlich im Schrank Matrix, diesem wunderschönen Möbelstück aus Edelstahl, in dem ein 42 Zoll großer LCD-Monitor versenkbar untergebracht ist, wodurch die Reinhaltung und Desinfektion stark vereinfacht werden. Abgesehen von diesem Aspekt, worin besteht aber die Haupteigenschaft dieses Möbels? Ja, ich würde sagen, darin, dass eine mit dem LCD-Monitor verbundene, auf eine Trägerfläche aus sterilisierbarem Kunststoff projizierte Tastatur zur Verfügung steht. Dank dieser virtuellen Tastatur hat der Chirurg während des chirurgischen Eingriffs die Möglichkeit, direkt ohne die sterilen Handschuhe ablegen zu müssen, etwas zu tun, was meiner Erfahrung nach oftmals notwendig ist. Das heißt, in den CT-Aufnahmen, die heutzutage ausschließlich in digitalem Format vorliegen, bestimmte Projektionen und Maße nachzusehen, wie sie gerade hier am Monitor gezeigt werden, die in genau dem Moment von besonderem Interesse für die laufende OP sind. Es besteht also die Möglichkeit der Interaktion mit dem visuellen Träger, das heißt der Projektion des CT-Bilds, ohne diese Aufgabe anderen anvertrauen zu müssen. Auch weil dies in vielen Situationen nicht möglich ist. Denn wenn ich als Chirurg ein bestimmtes CT-Bild, das ich bereits gesehen habe, suche, kann ich nicht meine Assistentin steril oder unsteril damit beauftragen, genau dieses Bild herauszusuchen. Das muss ich zwangsläufig selbst tun. Daher stellt die Möglichkeit, mit den sterilen Handschuhen die Tastatur und Mausfunktion zu benutzen, um das gewünschte Bild zu suchen, eine Möglichkeit dar, deren Bedeutung man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Daher würde ich behaupten, dass dieser Schrank eine bedeutende spezielle Innovation beinhaltet, die absolut sehr nützlich ist. Und dann noch abschließend. Das letzte Zubehör der Linie Handy Surgery besteht aus dem Waschbereich. In einer normalen Zahnarztpraxis ist, selbst wenn ein eigener OP-Raum eingerichtet wurde, selten ein separater Handwaschraum vorgesehen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber normalerweise ist dies nicht der Fall. So hat Technomed eine Alternativlösung entwickelt, das heißt die Eingliederung des Waschbeckens in die chirurgische Ambulanz, jedoch mit einigen besonderen Merkmalen, die im Folgenden beschrieben werden. Das Waschbecken liegt im Innern dieses Möbelstücks verborgen, das aufgeklappt und auch dank seiner großzügigen Abmessungen mit einer Breite von 80 cm auf komfortable Art und Weise vom Chirurgen zum Waschen bedient und anschließend vollständig zugeklappt werden kann. Beim Schließen des Schranks wird automatisch eine UV-Lampe eingeschaltet, die eine Senkung der Bakterienkonzentration bewirkt, wobei das ganze System geschlossen und in diesem extrem eleganten und praktischen Schrank untergebracht wird, der die Hygiene garantiert und sich in die Linie Handy Surgery eingliedert. Damit habe ich das Ende meiner Beschreibung der Ausrüstung Handy Surgery erreicht und ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.